Alter, ist das ein Kackwetter, Junge. Juhu! Das wäre ein Licht. So geil ist es wieder nicht. Ja, aber schön leucht, Junge. Halt einfach. Was haben wir nicht gemacht? Wir haben gar keinen Anfang. Bist du dabei? Die Frage, links oder rechts? Alter, so große Ding. Das scheint ganz schön groß zu sein, ja. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir folgen erstmal noch weiterhin den Weg. Ja. Um das, falls ihr euch jetzt alle fragt, wo sind die überhaupt? Weil ja, das ist dunkel. Wir sind am einen alten, ich glaube, Heizkraftwerk. Ja. Ja. Alter Schwede. Ich würde sagen, das ist groß für interessanter. Jo. Die Vorhau. Wenn wir da sind, wir melden uns. Das wird krass. Digga, guck mal. Ja, aber das ist der Turm. Oh. Willkommen in Polen. Boah, das ist echt nicht meine Höhe, ne? Ich hab Angst, Mann. Das wird zu hoch hin, ne? Ah. Nein, spring nicht. Doch, spring. Oh, die Tropfen kommen hier runter. Oh, yeah, yeah. Oh, ah, ah. Wir müssen das hier alle zu grün. Setz dich doch nicht auf meinen Kopf drauf! So, da sind wir wieder. Wir sind da. Ein schön großer Ding, du. Oh. Das ist hier bloß ein kleiner Teil. Machen wir ein bisschen heller hier mal. Wie laut der Wind einfach. Ja, ne? Das ist irgendwie unheimlich hier. Zumal, weil wir das ja überhaupt nicht kennen, das Ding. Irgendwie ins Kennen würde, so ein bisschen im Dunkeln, ist ja okay, aber. Mama. Junge, Junge, Junge. Das ist wirklich krass, Alter, Spiel. Geht euch das an? Lass runterkommen hier. ich nehme McRib, ja, und einen Vanillemilchshake. Alles klar, machen wir mal fertig. Jungs, McRib und Vanillemilchshake, bitte, danke. Ich nehme einen Chili Cheese, Double Chili bitte. Cheese. Oh, Kira, hier kommt die ganze Suppe runter. Was? Hier kommt die ganze Suppe runter. Oh, Alter, wie hoch geht denn das? Das sind ja 3 Etagen oder 4. Warte, ich wollte gerade sagen, pass auf, da kommt ein Tropfen. Ja, sehe ich schon. Ja, gibt's Stück auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir kommen nicht hoch. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Da war wohl keine Leiter hier. Aber guck mal, da hinten kommen wir auf jeden Fall zu dem anderen. Ja, genau, das habe ich auch gerade schon gesehen. Da wollen wir da hingehen. Ey, muss ich mir jetzt noch so eine Taschenlampe kaufen, weil du verschreitest der Meinung. Ah, zum Film ist das wahrscheinlich ganz cool. Ich weiß ja nicht, wie es nachher auf Video aussieht, aber. Wollen wir mal sehen? Oh, wollen wir mal sehen. Wow. Och du Scheiße. Ach ja, er ist schon zugesperrt, wa? Alter, hier aber der zottelt ja wie Hulle hier. Die Frage, warum haben die jetzt hier ein Käfig vorgebaut? Oh ja. Oh, hier ist abwärts. Naja, tief ist es nicht, aber schön ist auch nicht. Na toll. Ach, das wird hier. Ah, Kike, das ist so ein Dings hier, ne? Ja, so treffen wir auch schon. Nee, das ist der Schacht. Also hier der Turm. Digga, guck mal. Ja, aber das ist der Turm. Ach so. Das ist der Turm. Ach, da hinten ist so offen, Mann. Wir machen uns hier eine Platte. Es gibt ja noch andere Leute, die so bekloppt sind wie wir. Guck, da hat Inna was schon aufgeschnitten. Ja, wird aufgeschnitten sein. So, meine Freunde, wir werden hier nicht randalieren oder irgendwas, aber wir sehen uns gleich, wenn wir wieder oben sind. So,
Wir sind oben, also zumindest auf der Treppe, erstmal relativ entspannt. Da hinten fehlt schon ein Stück Treppe, aber da gibt es einen Ausgang eigentlich. Ach, hier kommst du auf die anderen Etagen, wa? Ja. Also ich sag mal so, die Treppe bis jetzt... Aber ich glaube, du kommst nicht, nee. Du kommst nicht bis nach. Nee, bis ja ganz nach oben wirst du nicht kommen. Ach, okay, da ist aber der Schmauzeit. Da hast schon recht gehabt. Entschuldigung, habe ich nicht gesagt. Ja, danke. Ich glaube, das war wirklich ein Kraftprogramm. Okay, da hat jeder einen QR-Code dran gebastelt. Sollen wir mal einscannen, mal gucken, was passiert. Muss ja auch weitergehen. Ah, guck mal da. Treppe ist schon leicht gebrochen. Ja. Muss man aufpassen. Das sind Stahlbeton-Treppen. Wenn die brechen, dann ist das nicht ganz so dramatisch. Aber hier ist die Aufklappe gebrochen. Oh, ja, ach du Scheiße, hier geht's aber bergab, du. Alter Schwede, ja. Aber ist jetzt nicht so. Also ich glaube, wir machen nochmal einen Dachbilder. Ich sag es ja. So. Ah, man hat Glück genug. Da müssten wir ja theoretischerweise, wenn wir jetzt hier weiterlaufen müssen, eigentlich zu dem anderen kommen. Können wir mal gucken, was bei denen dran ist. Und da siehst du auch diesen QR-Code. Oh. Aufpassen, wo man hinläuft. Da ist der QR-Code. Genau. Alter, das hat ja aber Mühe gegeben. Das seid ihr, Alter, das ist ja alles wie Sprüht, ne? Ja. Krass. Dann muss ich nicht scannen, normal mit der Kamera, ne? Jo. Und? Instagram-Verknüpfung. Ja, ah, kein Empfang. Okay, ich habe keinen Empfang gerade, toll. Schade. Aber da oben steht der Name, auf jeden Fall. Krass. Rufer, irgendwas stand da, ne? Ja. Und ich hab eine SMS gekriegt. Willkommen in Polen. Geil. Sehr geil. Scheiße, dann gucken wir mal. Guck hier, ich hab hier nämlich. Hast du nicht? Ja. Instagram? Warum hast denn du nicht, Alter? Polnisch. Dieses Konto ist privat. Toll. Und dann sollst du scannen, oder was? Ja, hier steht nicht mal da, wie viele Follower oder sonst so. Warte, hier ist gar nichts. Doch, jetzt. 1866. Also, wer Bock hat, YouTube-Kanal ist auch dabei. Gönnt euch. Sie werden aber uns folgen. Ja, das wäre übrigens mal ganz cool, weil wir haben festgestellt, dass sehr viele unsere Videos gucken, was ich ja auch toll finde, also und auch einige Likes haben. Aber das wäre echt cool, wenn ihr uns auch mal abonnieren würdet. Würde uns auf jeden Fall was bringen. Jo. Aber wir wollen ja weiter für euch Videos machen. So. Und da wir ja nicht bloß bei YouTube sind, sondern auch bei TikTok und bei Insta und bla, guckt mal unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr mal vorbeischauen. Oh, guck mal, da geht's runter in den Keller, wa? Oh, das ist echt nicht mehr in der Höhe, ne? Das ist schon wieder wohl so richtig Kotzraum. 2011. Oh, kick dit an, ey. Junge, Junge, Junge. Ich bin ja dafür, ich geh nachher da hinten wieder runter. Oh, am 26.06.2011, Tag des Glücks. Oh, auf jeden Fall jetzt hier wahrscheinlich höher, wa? Oh ja! Ach du Alter. Scheiße! Wir sind ja hier kurz vor Polen. Ui. Cool, das war Matsch. Also ich kann ja mit meiner Sohn reinleuchten, muss man machen, oder? Ich hab Angst, Mann, das wird zu hoch hier, ne? Ich guck mir das einfach nachher dann bei YouTube an. Ja, Gönnt ihr euch? Ich guck da nicht hoch. Ich fall bloß nach vorne um, ey, das ist bei mir ganz schlimm. Ja, ich kann ja, hab ja hochgefilmt, alles gut. Ich kann bloß nicht hochgucken. Also ich selber kann nicht hochgucken. So. Das ist echt nicht mein Ding. Ach, da müssten wir höchstens hier unten auf dem Boden, oder? Was ist hier unten offen? Jo, da ist auch offen. Da können wir ja nachher mal gucken. Dann kann ich mal hochleuchten und selber hochgucken. Ah! Ich werde hier massakriert und festgehalten. Penner, ja. Oh, die Treppe hoch, ja. Alter, wir sind ja erstmal gerade in so einem ganz kleiner Teil. Wir sind ja bis jetzt immer nur in diese runden Buden. Ah, der hätte. Ah, die sitzt denn bei auf dem Bildschirm hier bei der Kamera eben auf dem Sack. Ah. Oh, Kike, Täubchen. Was? Täubchen, direkt drauf. Geil.
Was ist denn mit dir los, Junge? Die fliegt ja wie, als hätte sie Corona. Boah, Alter, ist das hoch. Ja, Mann. Oh, shit. Was geht's höher? Geht höher auf das Mappet, ja? Windig ist das hier oben. Oh. Ja, hier musst du schon wieder aufpassen. Du wirst so fest hier halten nachher. Ja, hier geht's nirgendwo hin. Alter. Ich glaube, wir sind einen doofen Gang gegangen, weil wir kommen noch da. Ja. Und, da könnten wir höchstens rausgehen zu dem anderen Turm vielleicht. Ja. Hier kommen wir nicht raus. Oh. Nein, spring nicht! Ja, spring. Oh, Alter, was war das denn? Ey, diese beschissenen Kabel, Alter, und die ganzen Metalldrähte. Die halten mich hier mal fest. Boah, zum Glück ist die Kamera wasserdicht. Ich hab grad vollen Tropfen abgekriegt. Oh, nee. Ich wollte gerade sagen, ich hab dann nicht so gesagt. Nee, ist der Uni mein Ding, du. Ah, Kike hier, er war auch wieder hier. Den kennen wir doch. Ja, und danach erstmal schön Würstchen gegrillt. Ja, schön Würstchen gegrillt. Läuft. Aber die haben die Kohle ausgemacht. Heute muss ich nicht verstehen, Alter. Das ist doch hier so ein Tisch oder nicht? Was ist denn das denn? Das ist doch so eine Tische oder nicht? Oder? Das sind nicht so eine Tische hier, so ein Scheiß? Gloria. Alles klar, läuft. Kalt aus. Guck mal hier noch. Hast du Pen, ja? Hier kommen wir in den anderen. Zeig ja. Können wir hier wenigstens immer hochlaufen, rumlaufen. Da kommen wir oben raus. Ja. Ah, guck, da ist der Schacht, jetzt sehe ich das ja erst. Haben wir doch von unten schon gesehen. Ja, ich konnte von der Treppe aus nicht gucken. So. Ah, Geist. Warte mal, erstmal Treppe inspizieren hier, ob alles in Ordnung ist. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Na denn. Ruft die 112, wenn uns was passiert, aber wenn ihr das Video seht, ist eh zu spät. Ah, Kike, ey, da hinten geht's ja auch noch weiter. Ich weiß es nicht, aber das sieht sehr uninteressant aus. Aber ich glaube, im Hellen ist das bestimmt ganz cool. Und da hinten ist die Oder. Das ist Polen übrigens, da hinten. Haben durchaus nicht gesehen. Naja, seit gestern? Nee, seit heute. Seit heute ist die Steuerersparnis. Dann wisst ihr, wann das Video gedreht wurde? Kann ja mal in der Datum hinschreiben. Mal gucken, wer recht hat. Ich hab gerade deine zugehört. Hä? Ich hab gerade deine zugehört. Ist ja nicht schlimm. Die Zuschauer sollen ja antworten, nicht wir. Jo. Läuft. Oh, hier oben ist Windig. Ein Pony. Ein Einhorn, sorry. Okay. Also eine Etage gibt's noch. Dann könnten wir theoretischerweise nur von der anderen ausrennen, ne? Was? Eine Etage gibt's noch. Also jetzt sieht man so ja ein bisschen den Turm. Naja, ich würde mal sagen, wir gucken hier noch mal ein bisschen rum. Und wenn wir was finden sollten, was schickt, dann. Hoppala, euch dazu. Ihr, was denn das? Flasche. Also. Ja. Oha, dann haut erstmal ein bisschen drin. Tschüss! Oh. Und warum ich das gefilmt habe, ist einfach nur deswegen, dass ich mir das angucken kann vor Weitem, wie ich das machen muss. War jetzt noch nicht ganz so interessant. Wir waren jetzt fast ganz oben. Aber wir wollen jetzt nochmal in den anderen Schacht gehen und von unten mal direkt gucken, dass ich mal hochgucken kann. Und ja, dann gehen wir mal in den Keller.
Viel Spaß, bis gleich. Jo, wir sind wieder auf freien Fuße. Wir sind hier unten auf dem Boden angekommen. Oh, jetzt sind wir auch mal am Kerlchen. Mal kicken, wie es hier aussieht. So, jetzt, warte, wir können ja erstmal hier kurz mal linsen. Wa? Das interessiert mich ja auch mehr jetzt gerade hier als im Keller. Alter, das ist aber ganz schön stabil, das Metallding. Oh, da müssen wir krauchen, wa? Uah. So, stellen wir uns mal mittig. Oh, die Tropfen kommen hier runter. Alter, ist hoch. Alter, Vater. Alter, wie spektakulär das mit den Tropfen aussieht. Ich hoffe, das nimmt die Kamera auch vernünftig auf. Ich hoffe, es hoch. Alter, das sieht richtig geil aus. Aber auf jeden. Naja, so recht elegant durch dieses Loch hingekommen. Und nein, ich habe mich nicht dreckig gemacht. Und weiter geht's. Und ich bin nicht auf der Presse geflogen. Diesmal. Ah, das ist eine Lampe. Das ist eine Lampe. Eine Lampe. Alter, ich dachte schon, das ist richtig schön. Oh, Alter! Seht ihr, das ist alles voll mit den Chunnies. Bloß keine kräftige Bewegung machen, dass die losfliehen. Die machen Attacke, Junge. Und jetzt hören wir ja die sogenannte Bückware. Ach du Scheiße, kommt hier richtig runter. Kommen die richtig runter, die Scheiße. Noch mal ein bisschen, Alter. Ich würde mal sagen, das war hier. Ach, oh, doch, da geht's noch weiter. Oh, um Gottes Willen, guck nach hinten. Nee. Nee. Hallo? Alter, was? Alter, wie jetzt? Alter, was? Oh, das geht aber weit. Alter, ist alles voll. Alter, geht ja mal, wie das hier alles runterkommt. Einfach alles voller Mücken. Das ist mir gerade scheißegal. Alter, wo jetzt lang, links oder rechts? Tja, ich bin nicht gewesen. Ich wollte eigentlich hier noch ein paar zwei drehen. Einfach mal am Tage. Aber ich glaube, ja, wir gehen mal einfach links lang. Ich guck grad rein, wir gehen mal hin, Alter. Wir sind ein bisschen entspannter. Oh, Alter, alles voller Mücken. Oh, guck dir das alles an, wenn das hier runterbricht. Schande mal, Flammenwerfer mitgebracht. Aber komplett noch alles per Hand eingeschaltet, ne? Was ist denn das? Fledermann. Oh, ich wollte gerade sagen, scheiße. Okay, das wussten wir jetzt leider nicht. Das stand auch nirgendwo. Aber wir haben ja zum Glück nicht mehr die Fledermauszeit, also hier die ist der. Ach, leck mich am Arsch, Alter. Ich hätte mir ja nicht Rindquillen brauchen. Da geht's einfach mal raus. Naja, ich hab mal einen anderen Weg. Oh, ich hoffe, deine Schuhe sind wasserdicht. Meine nicht wirklich. Och, du Scheiße. Ach, du machst doch schon. Ich war hier. Wir lassen dir Kind zurück. Was? Ich lasse dir Kind zurück. Scheiße. Oh, guck mal, wie er tanzt. Ich hab das immer 5 Jahre lang gemacht, ja. Oh. Okay. Ah, toll, dass ihr mich jetzt mitgekommen. Da dachte ich wohl gerade. Da hätten wir die paar Meter weitergehen können. Geh wieder zurück. Jetzt. Warte. Oh, Alter, guck mal, wie viele Öle da drin sind. Alter, also da lang, oder? Aber da hinten wird er bestimmt auch zu sein, wie um die Ecke. Ey, ich gucke einfach mal, würde ich sagen. Ich weiß ja nie, was hier noch kommt. Wir halten euch mal auf dem Laufenden. Ich mache es mal hier in der Tasche ein bisschen dunkler wegen. Ihr wisst schon, Fledermäuschen. Und bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt mal auf der anderen Seite gegangen. Hier ist das Wasser noch tiefer. Aber ist auch zu. Wow, und wir beißen langsam die Mücken hier. Da ist das Wasser. Da hat sich Dominik noch trocknen. Weil, wie es so ist. Ich gehe mal wieder zurück. Na, dann werden wir mal den anderen Ausgang versuchen. Och du Scheiße, ich glaube, ich klär mich, das ist auch. Scheiße. Ah, auch schön warm machen. Ja, wollte ich gerade sagen. Hättest du mal volle Pulle und auf die Füße stellen. Ja. Ja. Unser Eingang. Wir gucken mal, ob der andere unser Ausgang wird. Ah ja. Wenn nicht, melden wir uns, wenn wir draußen sind, dann können wir euch ja berichten,
Oderin, bis später. Wieder mal. So, Freunde der Sonne, wir sind da jetzt wieder aus unserem alten Eingang. Nehmen wir jetzt auch als Ausgang. Übrigens war da eine fette Spinne. Dominik hat sich erschrocken, weil sie gesehen hat. Alter, ich hab fast einen Herzinfarkt deswegen gekriegt. Scheiße. Naja, wir werden mal wieder raus. Wenn wir es schaffen, also wenn ich es schaffe, wahrscheinlich. Okay. Aua! Scheiße! Alter, ihr poltert hier rum, das ist ja ein Wahnsinn. Nimm mal hier den Hightower. Den Hightower. Hier würde ich diesmal in die Hand machen. Oh. So. Ob ich lieber aus dem Weg gehe, bevor ich mich auch noch umrenne? Ja? Ich glaube ja. Was ist das? Ach, nix, alles gut. Ich verstehe durch die Kapuze nichts, ne? Ja, so ging es mir auch gerade. Vielleicht ist es eine elegante Robert. Oh, yeah, yeah, oh, ah, ah, das sieht knapp aus. Oh, ah, über ihn gestoßen. Bringst du meinen Rucksack mit? Alter, ich wollte schon, wieder aufstehen. Stimmt, aber warte. Danke. Dankeschön. So. Da ist er. Achso. Ich wollte dir gerade voll in die Fresse leuchten, Scheiße. Oh, das wird schon irgendwie gewonnen. Oh. Das hört übrigens noch, ne? Das was? Filmt noch. Achso, boah. Ich hab mal eine Pause gemacht. Ja. Weil diese Tropfen sehen ja wirklich geil aus, ne? Oh. Naja. War auf jeden Fall ganz cool hier. Ja. Wir gucken mal noch ein bisschen weiter, wenn wir was finden. Wenn wir was finden sollten, da hinten ist nämlich noch ein Gebäude. Ob es interessant wird. Ja, ansonsten sagen wir dir, oder sagen wir euch, Scheid. Scheid. Und sagen auf Wiedersehen. Also wir melden uns auf jeden Fall nochmal. Genau. Na? Ich wollte schon wieder gerade in die Fresse leuchten. Tschüss. So, wir sind aus unserem Ding da hinten raus. Haben jetzt nicht weiter großartig gefunden, aber hier an der Seite sind noch ein paar kleine. Ja, mal gucken, ob wir was finden. Ich muss euch was gestehen. Robert wollte abhauen, der wollte mich einfach hier zurücklassen. Nee, würde ich nie machen. Doch, er wollte. Aber er gibt's noch nicht zu. Ich kann nicht traurig. Psst. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ja, siehst du, kleine Sünden bestraft der liebe Gott zuerst. Ja. Oder so genanntes Karma. Ja. Also braucht noch irgendeine Jummi-Reifen hier, Hancock-Reifen sind hier noch, Winterreifen. Ich kicke, ihr Profil ist ja auch noch drauf. Jetzt mal gucken, welche Baujahr das ist. Hallo. Hallo. Ah ja, auf jeden Fall ist das schon mal eine Treppe. Aha. Hier ist auf jeden Fall irgendwas unter. Hm? Oh, kick dir die Treppe an, Alter. Ja. Ey, wir haben noch Winter eigentlich. Warum müssen das hier alle zu grün? Was ist denn das? Da war noch ein Fenster. Was? Da war noch ein Fenster drin gewesen. Naja, sind alles die gleichen Räume. Oh, das ist ganz schön wackelig. Hier muss aufpassen, ne? Ist ja was rübergelegt. Aber ich hab doch keinen mehr Container drin. Nö, doch, das geht. Oh, hier ist auch noch ein Fenster. Zumindest ein Rahmen. Oh, hier ist auch eine Treppe. Oh, hier kommen wir nicht mehr raus. Da steht unten ein Fenster mit ein bisschen Glas noch drin. Alter Schwede. Ach, guck mal, da ist offen. Da wollen wir mal gucken. Oh, unten ein Fenster da. Oh. Ja. Also, Dach ist nicht mehr da. Panorama da. Alter, die Treppe ist richtig schräg, ne? Ja, Mann. Oh, hier kann ich wieder Balkon. Wir haben sie bestimmt damals hier Outdoor-Office gemacht oder sowas. Was? Outdoor-Office. Oh, hier geht ja richtig rum, wa? Ja, Mann. So haben wir nie gesehen. Ha. Hä? Ja, moin. Ich verstehe das ganze Prinzip irgendwie nicht. Also ich gehe mal davon aus, es werden irgendwelche Büroräume oder sowas gewesen sein. Aber was das war, ist schon wieder ein Eingang. Das ist doch der, wo wir gerade kommen. Ach so, das ist von der anderen Seite. Ach ja, okay. Ich sag ja, wisst ja, Orientierung ist nicht mein Ding. Hm.
Das ist bloß Kohle, hat ihn ja gegrillt wieder mal. Das ist keine Kacke. Okay, bis gleich. Nee. Siehst du, nicht ich will Dominik verlassen, sondern Dominik will mich verlassen. Ja, ich wollte eine Abkürzung nehmen. Oh, also die andere Treppe sah definitiv besser aus. Snowboarding hier, Alter. Zack, zack, zack. Alter, geht der nicht. Ich zeig euch den Ball gleich. Da, nächste Stufe. Stufe kaputt. Kaputt gemacht. Ja. Ach, am Busch. Ja, Moment, nicht schon, hier ist alles grün. Guck, hier ist Stufe, halb kaputt. Halb kaputte Stufe. Hier ist ganze Stufe mit grün. Schön. Wunderbar. Und man merkt ja, Alter, wir sind zu dicht am Polen dran, ey. Was hast du? Kann das manchmal die Kabelschächte sein? Kann sein, ja. Also würde ich jetzt so behaupten, oder? Das kann so sein, ja. Also mal Kabelschächte waren und so. Auf jeden Fall ist es jetzt ein Müllschacht. Naja. Egal, da vorne waren noch andere Häuser. Wir gucken uns das auch mal an, dann melden wir uns gleich wieder, nicht? Bis gleich. Gleich. Da sind jetzt hier bei dem anderen. Hier sind so ja noch die Stühle zu sehen. Ne? Dominik macht ja Surfing auf einer Lehne. Bis er sich wieder mault. Ach ne, da bin ich am Ecke, der sie mault. Oh, guck mal, hier sind zwei Eingänge. Die haben sie bestimmt oben auf dem Balkon immer getroffen. hallo Nachbar. Ja, zum Rochen. Oh, Alter, Killer. Ach, hallo. Oh, der Alter, ich will nicht, aber tief runter. Oh, fuck. Krass. Hab voll die Stufen, Alter. Oh, krass, Alter. Uiuiui. Also hier denke ich mal, wird es bestimmt was unter der Treppe gehen. Wenn überhaupt. Oh. Ja, geil, Treppenstufe. Oh, Kike. Das einzigste Überlebende noch. Ja. Mitten im Keller. Und die Lehne, da hast du gerade drauf gesurft. Aber ich verstehe immer nicht, Alter, warum kugelt man so weit ab? Was hat man davon? Kriegen den Kopf drin. Und brennt hier nachher alles kaputt oder sowas? Ach, das ist doch scheiße, Alter. Alle Idioten. Naja, der Keller war ja riesig. Oh, guck mal, zweiter Fall da. Oh, Koffenzin. Auf jeden Fall muss es auf der anderen Seite auch einen Keller geben, weil da ist eine Wand eingemauert. Oh. Wasser, Junge. Okay. Das war nichts. Oh. Oh. Sind wir hoch? Geil. Dann wird nicht mehr mit hochgehen. Ja, ja. Na gut. Dann gehen wir mal auf der anderen Seite gucken. Da war nichts. Wir gehen mal bei den Nachbarn klingeln, fragen, ob er, weiß ich nicht, ein Gläschen Mehl hat. Eine Tasse Mehl, so rum. Ich glaube, beim Nachbarn ist es viel. Auf jeden Fall ist hier schon mal ein Kaffee to go. Oh. Treppe sieht irgendwie. Alter, guck mal, sogar Lampe mit. Ja, ein bisschen Licht. Ein bisschen Strom, meine ich. Das stimmt, war mal ein Kabel, also ja, okay. Gut. Meter Stücke Kabel. Komm, und ein Rohr, Alter, guck mal, noch ein richtig gutes Rohr, Junge. Oh, hier unten ist sogar noch ein Poti-Ausgleich. Ein richtig gutes Rohr, Alter. Oh, hey. Ah, das war ein Kohlenkeller. Oh, guck mal hier. Also hier haben sie, da ist noch schön ein Stück Kabel. Mücken, Junge. Mücken. Das ist doch nicht schwer. Ja. Eine Schachtel F6. Können wir mal gucken. Die mal. Oder Euro. Wenn überhaupt. Ah, Kicker, Alter, noch Mark. 5,60 Mark. Zigaretten. Oh, das ist Zigaretten. Ah, da steht irgendwas auf Russisch drauf. Irgendwie wurden hier mehr Mücken wieder drüben. Hier sind sogar, guck mal, ganz viele Schmetterfalter. Ja, ich hab schon gesehen. Na, dann gucken wir mal, ob wir hier hochkommen.
Aber dieses Rohr ist nachträglich jetzt eingebaut worden. Ja. Wer weiß, was das war? Und das geht da lang. Ja. Das geht hier raus. Okay. Und so was Interessantes nö war. Ja. Oh. Naja, was will man erwarten, wenn das hier wirklich so eine Office-Bude gewesen ist? Aber wenn da unten ein Kohlenkeller gewesen ist, dann müsste da irgendwie irgendwo ein Schornstein sein. Oh. Aber da könnte man rüber. Könnte man, ja. Wollen wir? Ach Quatsch, eigentlich nehmen wir. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht? Ich brauche mal Licht, habe ich gesagt. Achso! Hast du eine Taschenlampe? Habe ich. Ja, ist jetzt wieder drüben eigentlich. Ah. Warte mal nicht kurz hier. Ah, nö, alles gut. Oder wollt ihr das sehen? Wie geht's da auf die Naja, Seite? Ich geb mal. Gib mal nach oben. Also. Ah, hier. Sieht man nicht mehr so viel. Aber ist bloß wie ein Geländer und mehr nicht. Ich guck wieder ab. Ritter. Hoffe euch geht's gut. Oh, oh shit. Setz dich doch nicht auf meinen Kopf auf. Der wollte sich gerade auf meinen Kopf aufsetzen. Scheiße. Oh. Ich finde das nicht so lustig. Naja. War ganz cool, das ganze Ding hier. Du kriegst dich schon wieder leer ein. Oh, Kacke. Soll ich starten? Du hast doch schon gestartet. Achso. Ha! Also, nee, komm, wir hören jetzt auf nicht. Wir laufen jetzt nicht, Alter. Ich bin so geblendet, ich sehe gar nichts. So, ein kleines Feines von unsererseits. Ja, wir haben es ja schon erwähnt. Lasst mal einen Daumen oben, macht mal ein Abo und ja, bleibt gesund. Wir haben euch lieb. Genau. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss.